Also die Zukunft, die liegt doch ganz woanders. Ja, in der Rumänien. Nein, die Zukunft liegt im Leuchtdiodenprinzip. Ohne Quecksilber noch sparsamer. Die Beleuchtungsindustrie arbeitet fieberhaft daran. Fieberhaft? Ja, die sind ja alle krank. So wie Herr Hans Schwederhaus. Grüß Sie. Ich nenne es Stefan Rallmeister. Ich bin der Hausmeister. Und ja, ich suche den Bürgermeister. Ja, das haben schon viele probiert. So, machen wir gleich einmal den Test durch. Wie ist das Gebäude isoliert, Herr Hans? Gut. Ja, was heißt gut? Mauerdicke, Deckenstärke, Fußbodenisolation, Fensterkarwert? Jetzt, ich hab keine Ahnung, was die Fenster wert sind. Schaut, es geht um die Raumdämmung, ja? Je besser ein Raum gedämmt ist... Umso öfter müssen wir lüften, das weiß ich. Nein, umso ausgeglichener muss das Belüftungssystem sein und unsere Heizkosten können sie sparen. Wie ist der Raum gedämmt? Naja, mit... Stell dir halt, nicht? Ein halber Meter circa, nicht? Also... Ja, ist auch leider. Für den Bauer, super. Nein, ist leider in der Produktion irrsinnig energieintensiv, das haben wir runterreißen müssen. Jetzt sind wir sehr stoffig. Nein, es gibt so ein neues Patent, atmungsfähiger Gips, über Liquid Bauer International, 21,46 Nockensdorf, Deutschland. Denk es ein bisschen mit, wie können Sie Energie sparen? Ja, ich kriege nicht Zeit fürs Sparen, ich kriege Zeit fürs Arbeiten, ja. Das ist ganz was anderes. Ich weiß nicht, ich spiele mir so gar kein Engagement. Wie schaut es denn aus bei den Toilettenanlagen? Haben wir schon klimaneutrales Toilettenpapier? Was haben wir? Klimaneutrales Satino Black aus Amsterdam, CO2-neutral, 100% recycelt. Jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Toilettenpapier zweimal verwenden will. Schreibe ich Ihnen auf. Fragen wir uns einmal, woher kommt die Energie überhaupt? Nicht? Das muss man sich mal fragen. Woher kommt sie letztlich? Nicht? Von den Sternen. Also, ja. Da kommt die Energie runter, nicht? Durch die Atmosphäre durch. Auf der anderen Seite wieder raus und ins Herz von jedem Einzelnen, wenn er dafür offen ist. Was sehen Sie von Sternzeichen, wenn ich fragen darf? Steinbock. Habe ich mir fast gedacht, weil Sie sind nicht wirklich offen. Und Sie sind nicht ganz dicht. Wirklich, da ist ja Hopfen und Malz verloren. Ich meine, was machen Sie, Herr Hans, wenn Sie eines Tages vor dem Herrgott stehen und ja. Der Herrgott fragt Sie, mein Freund, was war dein Beitrag zum Klimaschutz? Was sagen Sie dann? Ja, wenn er sagt, mein Freund, dann habe ich eh schon Hunger.